Die Bundesregierung will das Streiten für eine egalitäre, demokratische und sozialistische Gesellschaft für verfassungswidrig erklären. Das erklärte das Bundesinnenministerium in seiner Antwort auf die Klage der Sozialistischen Gleichheitspartei gegen ihre Überwachung durch den Verfassungsschutz. Die mündliche Verhandlung, die am 18. November vor dem Verwaltungsgericht Berlin beginnt, ist deshalb von größter politischer Bedeutung. In ihrer Klageerwiderung führt die Bundesregierung eine Form der Gesinnungsjustiz ein, die direkt an die Sozialistengesetze Bismarcks und das Willensstrafrecht der Nazis anknüpft. So erklärt sie jede positive Bezugnahme auf Marx und Engels, jede Kritik an Militarismus und Krieg, ja sogar jede Klassenanalyse der Gesellschaft für verfassungswidrig. Das richtet sich nicht nur gegen die SGP. Während die Profite-vor-Leben-Politik in der Pandemie den Bankrott des Kapitalismus offenbart, immer mehr Arbeiter in Kämpfe gegen Lohnraub und Massenentlassungen treten und die Opposition gegen die horrende Aufrüstung wächst, soll jeder eingeschüchtert und mundtot gemacht werden, der die soziale Ungleichheit beim Namen nennt und für die Abschaffung des Kapitalismus eintritt. Wenn das Gericht für die Bundesregierung und ihren Geheimdienst entscheidet, wäre der Boden für ein autoritäres Regime bereitet. Buchläden, die marxistische Literatur anbieten, Wissenschaftler, die soziale Ungleichheit untersuchen und streikende Arbeiter würden zu Verfassungsfeinden erklärt und der geheimdienstlichen Beobachtung und Ächtung ausgesetzt. Schon jetzt wird die Argumentation gegen die SGP gegen andere linke Organisationen wie die Tageszeitung Junge Welt in Stellung gebracht. Wir rufen deshalb alle, die demokratische Rechte verteidigen und den Rechten entgegentreten wollen, auf, die Petition der SGP an das Verwaltungsgericht Berlin zu unterstützen und starke Statements in Verteidigung der SGP zu verfassen. Wir werden sie ans Gericht weiterleiten und auf der World Socialist Website veröffentlichen. Der Verfassungsschutz hatte die SGP erstmals im Sommer 2018 in seinem Bericht als linksextremistisch aufgenommen. Dabei warf der Geheimdienst der Partei keinerlei strafbaren oder verfassungsfeindlichen Handlungen oder deren Planung vor, sondern bestätigte sogar ausdrücklich, dass sie ihre Ziele mit legalen Mitteln verfolge. Er begründete die Beobachtung der SGP ausschließlich damit, dass sie ein sozialistisches Programm vertrete und den Kapitalismus kritisiere. Als die SGP im Januar 2019 Klage erhob, antwortete das Bundesinnenministerium in einem 56-seitigen Schriftsatz, der kein juristisches Dokument, sondern eine wütende Hetzschrift gegen den Sozialismus darstellt. Darin wird eben schon das Streiten für eine demokratische, egalitäre, sozialistische Gesellschaft für verfassungswidrig erklärt. Sogar über das Denken in Klassenkategorien und den Glauben an die Existenz einander unversöhnlich gegenüberstehender, konkurrierender Klassen will sie ein Denkverbot verhängen. Angesichts der größten sozialen Ungleichheit der Geschichte und einer rücksichtslosen Corona-Politik, die Profite vor Leben stellt, soll jeder Hinweis auf diese Klassenpolitik kriminalisiert werden. Auch jeder positive Bezug auf Marx, Engels, Lenin, Trotzki oder Luxemburg wird zum Angriff auf die Verfassung erklärt. Zudem formuliert die Bundesregierung einen ganzen Katalog von angeblichen Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Dazu gehören die Forderung nach dem Sturz des Kapitalismus und Errichtung des Sozialismus, die Agitation gegen angeblichen Imperialismus und Militarismus sowie die Ablehnung von Nationalstaaten und der Europäischen Union. Dabei begnügt sich das Innenministerium nicht damit, konkrete Handlungen zu verfolgen, die auf den Sturz des Kapitalismus zielen. Selbsttätigkeiten wie die Durchführung von Veranstaltungen, die Veröffentlichung von Beiträgen und die Teilnahme an Wahlen seien verfassungsfeindlich, wenn sie der Propagierung sozialistischer Ideen dienten. Mit dieser Art der Gesinnungsjustiz stellt sich die Bundesregierung in eine antidemokratische Tradition, die schon Grundlage der Sozialistengesetze Bismarcks war und ihren schärfsten Ausdruck im Willensstrafrecht der Nazis fand. Um jeden politischen Gegner ausschalten, ins KZ sperren und töten zu können, wurde die Strafbarkeit damals immer mehr von den konkreten Handlungen getrennt. Es ist eine ernste Warnung, wenn die herrschende Klasse Deutschlands zu diesen antidemokratischen und letztlich faschistischen Traditionen zurückkehrt. Denn überall wachsen rechte und rechtsextreme Tendenzen, weil Durchseuchung, Ungleichheit und Krieg mit demokratischen Rechten nicht vereinbar sind. Trumps Putschversuch vom 6. Januar, Bolsonaros Vorbereitungen für einen Staatsstreich und die Militärverschwörung in Spanien sind bedrohliche Entwicklungen in eben diese Richtung. In Deutschland, dem Land, in dem im Auftrag des Kapitals die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen wurden,
sind diese Tendenzen besonders weit fortgeschritten. Der Verfassungsschutzbericht und der Schriftsatz des Innenministeriums sind Produkte einer rechtsextremen Verschwörung im Staatsapparat, die darauf abzielt, die öffentliche Meinung einzuschüchtern und jede Opposition gegen Kapitalismus, Nationalismus, Imperialismus und Militarismus und gegen die AfD als linksextremistisch und verfassungsfeindlich zu kriminalisieren. Es ist längst bekannt, dass der Verfassungsschutzbericht 2017 vom damaligen Behördenchef Hans-Georg Maaßen in enger Absprache mit den Rechtsextremisten der AfD geschrieben worden ist. Als Maaßen wegen seiner allzu offen rechtsradikalen Äußerungen abgesetzt wurde, setzte sein langjähriger Stellvertreter Thomas Haldenwang diesen Kurs unvermindert fort. Die Behörde ist seit Jahrzehnten aufs Engste mit der neonazistischen Szene verknüpft, die sie durch ein breites Netz von V-Leuten steuert und finanziert. Allein im Umfeld des NSU hatten alle Sicherheitsbehörden über 40 solche Mitarbeiter installiert. Während linke Gruppen wegen ihrer Gesinnung beobachtet und diffamiert werden, hält die Behörde ihre schützende Hand über die unzähligen rechtsextremistischen Terrornetzwerke in Armee, Polizei und Verfassungsschutz, die Waffenhorten und Opferlisten von politischen Gegnern erstellen. Auch nach den Terroranschlägen von Halle und Hanau und dem Mord an Walter Lübcke sind die Führer dieser Netzwerke auf freiem Fuß und sind ihre Strukturen nach wie vor intakt. Die SGP ist ins Fadenkreuz des Verfassungsschutzes geraten, weil sie sich dem wachsenden Militarismus und dem massiven Rechtsruck entgegenstellt und damit die breite Opposition der Bevölkerung zum Ausdruck bringt. Sie hat die rechte Verschwörung im Staatsapparat aufgedeckt und kämpft in der Arbeiterklasse für ein sozialistisches Programm. Der Angriff auf die SGP zielt aber gegen jede fortschrittliche Bewegung. Setzt sich das Innenministerium damit durch, schafft es einen gefährlichen Präzedenzfall. Er kann genutzt werden, um gegen jeden vorzugehen, der gegen soziale Ungleichheit, Umweltzerstörung, staatliche Repression, militärische Aufrüstung und andere Missstände der kapitalistischen Gesellschaft ankämpft. Der Logik des Schriftsatzes folgend könnten streikende Arbeiter ebenso verfolgt werden wie Buchhändler, die marxistische Literatur verkaufen, oder kritische Künstler, Journalisten und Intellektuelle. Schon jetzt wird die Argumentation, die im Schriftsatz gegen die SGP entwickelt wurde, gegen andere linke Gruppen angewandt. So rechtfertigte die Bundesregierung in der Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion die geheimdienstliche Überwachung der linken Tageszeitung Junge Welt im Mai dieses Jahres unter anderem damit, dass sich diese auf Marx und Engels beziehe und vor der Existenz von Klassen ausgehe. Auch zahlreiche linke Bands, antifaschistische Organisationen und klimakritische Gruppen wie Ende Gelände wurden seither unter Beobachtung gestellt und im Verfassungsschutzbericht erwähnt. Diese Form der Gesinnungsjustiz muss sofort gestoppt werden. Wir rufen deshalb noch einmal alle dazu auf, die Online-Petition der SGP zu unterzeichnen und uns Stellungnahmen zu schicken, die wir auf der World Socialist Website veröffentlichen und ans Gericht weiterleiten werden. Die Beobachtung der SGP und aller anderen linken Organisationen durch den Verfassungsschutz muss sofort eingestellt und diese rechte Brutstätte antidemokratischer Verschwörung aufgelöst werden.